Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Thomas Pollard und auf diesem Kanal sprechen wir gemeinsam über Themen aus der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, also digitale Währungen, 5G-Mobilfunknetz und viele weitere Themen. Arbeitswelt der Zukunft fällt mir jetzt noch ein. Und heute schauen wir einfach mal ins Allgemeine. Und zwar, was sind so die Top 10 quasi Zukunftstechnologien? Und ich gehe kurz und knapp auf jede einzelne mal kurz ein. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach nur mal in diesem Video davor, dir sie vorzustellen. Und wir beginnen mit Nummer 1, die künstliche Intelligenz. Sie ist heute schon vorhanden und ich denke mal, du hast sie schon mitbekommen. Chatbots. Google ist basierend auf einer künstlichen Intelligenz. Ja, du gibst ein Suchergebnis ein und es sucht. Chatbots und viele weitere Dinge basieren alles schon auf dem Thema künstliche Intelligenz. Deswegen, du spürst sie schon heute und sie wird definitiv in den nächsten Jahren extrem vergrößert werden. Nummer 2, Blockchain-Technologie. Ein großes Thema hier auf diesem Kanal, weil ich glaube, die Blockchain-Technologie revolutioniert unsere Welt, genauso wie es vor vielen, vielen Jahren das Internet getan hat. Und du kannst gerne mal zurückblicken, falls du alt genug bist. Wie war die Zeit vor dem Internet und wie ist die Zeit heute mit dem Internet? Und genauso kannst du dir das vorstellen, wie ist die Zeit heute teilweise ohne Blockchain-Technologie und wie wird die Zeit in 5, 10, 15, 20 Jahren sein mit Blockchain-Technologie? Und wenn wir jetzt die Glaskugel nehmen und uns quasi da hineinversetzen, werden wir sehen, die Blockchain-Technologie hat unser Leben genauso verändert, wie es das Internet getan hat. Warum? Wir kriegen immer mehr digitale Währungen. Bitcoin hat den Anfang gemacht, heute die größte weltweite Kryptowährung, aber auch andere Unternehmen wie Facebook, wie China, die bringen jetzt neue Währungen auf der Blockchain-Technologiebasis hinaus oder heraus. Und das wird Europa und Amerika genauso tun. Das heißt, die Blockchain-Technologie ändert komplett unsere Zahlungsweise und das Ganze wird extrem digital werden. Aber auch, wie wir Verträge abschließen, die sogenannten Smart Contracts, heute schon vorhanden auf die Ethereum-Basis zum Beispiel, auf die Ethereum-Blockchain. Vielleicht noch nicht ganz so groß dieses Feld wie zum Beispiel Währungen, aber im Endeffekt, wir werden es bekommen. Es gibt Tokenisierung, dass du zum Beispiel selbst dich tokenisieren kannst und jemand kann Anteile von dir kaufen. Ein Basketballspieler in den USA hat zum Beispiel schon getan. Da kannst du Anteile an dem Basketballspieler kaufen. Also jeder Gegenstand, der wird dementsprechend tokenisiert und das basiert komplett auch auf der Blockchain-Basis. Und es wird noch viele Anwendungen geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, die wir aber in 5 bis 10 Jahren als real ertrachten. Nummer 3, auch ein spannendes Thema. Gerade erst gestartet, 5G-Mobilfunknetz. 2019 ist der Ausbau gestartet. Jetzt wird es natürlich einige Jahre dauern, bis die Netzbetreiber das Netz flächendeckend anbieten. Aber es basiert oder es gibt riesen Potenziale da drin. Im privaten Gebrauch vielleicht noch nicht aktuell. Das muss man fairerweise zugeben, dass es relativ wenig Anwendung dafür geben wird. Aber in der Industrie extrem wichtig, ich habe dazu vor wenigen Tagen erst ein Video gemacht, schau es dir gerne hier auf diesem Kanal an, wo ich auch über dieses Thema Corona und auch 5G gesprochen habe und wirklich nochmal eindringlich dazu appelliert habe, dass 5G schnellstmöglich ausgebaut werden muss und habe es auch mit Zahlen, Daten, Fakten begründet, warum das so sein muss. Und schau es dir gerne mal an, da gehe ich halt wie gesagt nochmal ins Detail auf 5G ein. Nummer 4, Internet der Dinge. Letztendlich ist es so, du hast heute vielleicht, oder am Anfang war es so, dein Computer war mit dem Internet verbunden, dann hast du irgendwann ein Smartphone bekommen, dann hast du irgendwann ein Tablet bekommen und heutzutage wird es immer mehr werden. Smart Home ist das große Thema als Beispiel, jetzt im privaten Bereich. Du hast vielleicht so einen Alexa oder Google Assistant, wo du dementsprechend mit denen sprechen kannst, Sprachsteuerung machen kannst. Dein Fernseher ist mit dem Internet verbunden. Gegebenenfalls, wenn du eine moderne Küche hast, schon deine Waschmaschine, dein Kühlschrank, deine Kaffeemaschine, alles ist irgendwie im Internet verbunden. Und in wenigen Jahren wird es nur noch Haushaltsgeräte geben, die mit dem Internet verbunden sind und intelligent werden. Das heißt, die denken dementsprechend dann mit, die Haushaltsgeräte. Beispiel der Kühlschrank, wenn du sagst, okay, ich brauche immer 3 Milch im Kühlschrank, dann bestellt er automatisch nach, ohne dass du irgendwie gucken musst, dass immer was da ist.
Oder du kriegst eine Benachrichtigung und kannst dementsprechend dann einkaufen fahren. Also, wie gesagt, alle Geräte. In der Industrie auch. Jede kleinste Schraube fast ins Detail rein. Teilweise auf dem Feld, jede Weinrebe und alles ist irgendwo in naher Zukunft miteinander vernetzt. Autos sind miteinander vernetzt und werden miteinander kommunizieren. Das heißt, nicht nur irgendwie Computer, Smartphone, Tablet sind miteinander vernetzt, sondern wirklich eigentlich nahezu jeder Gegenstand. Kleidung ist auch so ein Thema, gibt es auch schon die ersten Dinge. Nummer 5, wir kommen zur Hälfte, das ist Virtual Reality. Und das kennst du vielleicht, diese Brillen, die du aufziehen kannst, momentan im normalen Haushalt noch relativ wenig in Gebrauch. Du kannst es aber schon machen, IKEA zum Beispiel, eine richtig coole App, wo du schon mit Virtual Reality dein Zuhause planen kannst. Und das wird extrem viel werden. Ich bin natürlich noch ein bisschen gespalten, ich habe darüber auch mal ein Video gemacht. Wird das Ganze so richtig einen Durchbruch kriegen? In der Industrie und im Gaming-Bereich würde ich das zu 100% bejahen, dass wir mit Brillen quasi rumfahren oder rumlaufen werden in den Industriehallen, dass wir Gaming darauf betreiben werden. Das ist relativ sicher. Im privaten Bereich, welche Anwendungen kommen da drauf, wird es wirklich eine Masse dafür geben. Das heißt, wird es jeder nutzen oder nahezu jeder nutzen. Da bin ich gespalten, aber auf jeden Fall Virtual Reality wird ein Thema sein im Gaming und im Industriebereich, im Wirtschaftsbereich. Auf jeden Fall zu 100% im privaten Bereich. Bei mir persönlich ist noch ein Fragezeichen da. Du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst. Glaubst du, Virtual Reality wird irgendwie genauso ein Massenphänomen sein wie ein Smartphone, wie ein Computer, wie ein Tablet? Oder wird das eher so ein Nischenprodukt sein? Würde mich mal interessieren, weil, wie gesagt, im privaten Bereich kann ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen, dass das wirklich so ein Riesenmassending wird. Im Professional Gaming Bereich und wie gesagt im Industriebereich definitiv. Nummer 6, der 3D-Druck. Extrem spannendes Thema. Ich bin kurz davor, mir mal einen 3D-Drucker zu bestellen. Klein, die Dinger kosten ja auch ein Schweinegeld. Aber ich habe es mir jetzt in letzter Zeit hier und da mal angeschaut und ich finde das extrem spannend, dieses Thema. Gerade im Industriebereich wirklich ein riesen Zukunftsthema, weil es verkürzt die Lieferketten ungemein. Und auch für dich privat, auch wenn du sagst, was soll ich mit so einem Ding privat? Ja, was brauchtest du vor 10 Jahren oder 15 Jahren normalen Drucker privat? Braucht auch kein Schwein. Aber im Endeffekt, heute hat jeder Haushalt eigentlich einen Drucker. Ja, und wenn du einen Brief schreiben willst, schreibst du ihn, druckst ihn aus, bringst ihn zur Post. Fertig. Ja. Und im Endeffekt, du kannst zum Beispiel, wenn du eine Schraube brauchst, du musst nicht mehr zum Baumarkt rennen, du musst gegebenenfalls nicht die online bestellen und warten, bis es am nächsten oder übernächsten Tag geliefert wird, im besten Fall, sondern du brauchst eine Schraube und du kannst sie passgenau anfertigen. Du musst auch nicht gleich 50 Stück kaufen. Ich vor kurzem habe wieder Muttern gebraucht. Ich brauchte eine einzige Mutter, musste aber 10 Stück kaufen im Baumarkt. Totaler Schwachsinn. Was soll ich mit diesen anderen 9 jetzt? Also hier wäre cool ein 3D-Drucker, dass du diese ganz kleine Mutter, die man eben schnell selber drucken kannst, anbringen kannst und fertig wäre das Ganze. Total kosteneffizient und deswegen glaube ich, 3D-Druck ist ein riesen Zukunftsthema. Das sollte man auf jeden Fall beobachten und ich werde es dir auch zeigen, wenn ich mir meinen 3D-Drucker gekauft habe. Dann mache ich gerne mal ein Video drüber, wie cool dieses Ding ist. Also ich bin total begeistert und wir schauen mal, wo die Reise dahin geht. Nummer 7. Die Sprachsteuerung, auch ein bisschen mit dem Thema künstliche Intelligenz verbunden. Sprachsteuerung, Google Home, wie gesagt, Alexa, der Siri und wie sie alle heißen. Ja, das ist die Sprachsteuerung und wir werden immer mehr mitmachen. Ja. Samsung hat zum Beispiel schon gesagt, oder der Samsung-Chef hat so gesagt, die Smartphones, die wir heute kennen, werden in den nächsten Jahren aussterben. Wir werden 98% mit Sprache machen und nur noch 2% mit Tippen. Also dieses typische nach unten gucken und auf dem Smartphone-Display schauen und dann rennt dich da draußen auf der Straße jemand um. Das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten der Vergangenheit angehören, sondern wie gesagt, diese Touchscreen-Handys, die sterben langsam aus. Die ersten Hersteller, wie gesagt, orientieren sich schon in andere Richtungen rein und Apple ist da ja auch ein Riesenvorreiter drin, der sich extrem fokussiert, nicht mehr so 100% auf das iPhone, sondern viel mehr in diesen Bereich Sprachsteuerung reingeht, viel mehr in diesen Bereich künstliche Intelligenz, viel mehr in diesen Bereich Smartwatches. Und es hat einen ganz guten Grund, weil wir brauchen irgendwann nur noch so einen ganz kleinen Bildschirm. Und zu Hause, wie gesagt, wir können unser Licht mit Sprache anmachen, wir können Termine in Kalender eintragen per Sprache. Wir brauchen nahezu für kleine Dinge nichts mehr tippen. Und auch chatten, also über WhatsApp, du kannst per Sprache das reinsprechen und versenden.
Und das wird ein Riesenthema werden, Sprachsteuerung. Aktuell sind die Dinger, du weißt es, noch extrem doof. Google versteht gefühlt die Hälfte nicht, was du die fragst. Aber du musst bedenken, in einer digitalen Welt ist es exponentiell, dass Wachstum bedeutet. Momentan ist vielleicht die Sprachsteuerung hier und morgen ist sie schon hier und übermorgen ist sie schon da oben. Und von der Intelligenz her, das heißt, die lernen ja tausende von Wörter, tausende von Konversationen jeden Tag mit und lernen daraus. Das heißt, wie gesagt, in 5 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr darüber sprechen, Google hat mich nicht verstanden, zu der Hälfte, sondern da werden wir vielleicht in 0,00001% der Fällen haben, dass Google oder Alexa oder auch Siri uns nicht mehr verstehen werden. So, ganz im Gegenteil, sie werden sogar mit uns eine Konversation führen. Das heißt, ich kann dir Fragen stellen, die stellt sogar gegebenenfalls eine Gegenfrage und ich kann mir darauf antworten. Das wird auch Alltag werden und auch ein extrem spannendes Thema. Nummer 8, Big Data. Du kennst es, Google ist eine riesen Datenbank, Facebook, letztendlich Geld verdienen tust du mit Daten. Das ist, ja, ich sage es immer so schön, das neue Öl, ja, oder das Gold. Letztendlich, früher war das Öl das Wertvollste, heute sind es einfach Daten. Und Facebook, Google, und die haben nicht umsonst so einen Riesenwert. Warum haben die so einen Riesenwert? Die haben einfach extrem viel an Daten. Und selbst ein kleiner Blogger, der hat heutzutage eine Newsletter-Liste, ja, und die Leute tragen sich darauf ein und er hat dementsprechend dann die E-Mail-Adressen, also die Daten der Leute. Das heißt, letztendlich, Daten sind Gold wert und wer diese Daten besitzt, der hat die Macht. Und deswegen, wie gesagt, gibt es so Riesenkonzerne wie Facebook, Google, Amazon und so weiter, die eigentlich nahezu die ganzen Daten besitzen. Und deswegen natürlich einen riesen, riesen Wert haben. Ja. Und das ist extrem spannend. Nummer 9, das Thema Cloud Computing. Und Cloud ist so ein bisschen natürlich ein Thema, du kennst vielleicht die iCloud, dass du deine Daten da hochlädst, Dropbox im privaten Bereich, aber auch in den Firmen. Und gerade in der Corona-Krise jetzt ist es wirklich extrem wichtig, dass du viele Daten in der Cloud hast, denn wenn der eine bei sich zu Hause arbeitet, der andere arbeitet da zu Hause, der andere arbeitet da zu Hause, dann kann alle Daten gesammelt an der Cloud und jeder kann darauf zugreifen. Früher hat man, oder man hat es teilweise immer noch, diese ganzen Server irgendwie im Büro stehen, die kosten einen Schweinestrom, die kosten Schweinegeld in der Wartung. Ja, wenn das Ding ausfällt, dann muss da wieder der IT-Mann kommen, ja, oder wer auch immer dieses Ding wartet, gegebenenfalls musst du sogar einen IT-Mann eingestellt haben in der Firma. Und wie gesagt, extrem hohe Kosten für so einen physischen Server. Das Ganze geht viel günstiger. In der Cloud gibt es heute schon, keine Ahnung, hunderte Terabyte von Speicher teilweise für Firmen. Und wie gesagt, die Daten wandern alle ins Internet ab. Die sind nicht mehr physisch. Bei mir zum Beispiel zu Hause und auch teilweise zu 98% in der Firma sind meine ganzen Daten in der Cloud. Ich habe eigentlich nichts mehr auf dem Rechner drauf. Das heißt, wenn mein Rechner abschmiert, das tut mir überhaupt nicht weh, so wie früher. Oh Gott, mein Rechner ist abgeschmiert. Hoffentlich komme ich noch an die Daten ran. Total aus dieses Thema, sondern kein Problem. Ich habe meine Cloud-Adresse und kann mich wieder einloggen und komme wieder an meine Daten ran mit jedem Gerät irgendwie auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn mein Rechner, wenn mein Smartphone abschmiert, tut mir überhaupt nicht weh. Und ein Riesenthema, noch momentan noch klein, aber alle Cloud-Anbieter, die verdienen momentan Schweinegeld. Amazon verdient keine Ahnung wie viel Prozent des Unternehmensumsatzes schon alleine mit dem Cloud-Geschäft und ein Riesenzukunftsthema. Und wie gesagt, die Daten werden immer mehr da rein einwandern. Das letzte, das ist die Nummer 10, sind Sensoren. Ich habe jetzt mal in Klammern als Beispiel das Thema autonome Fahren gesehen. Denn autonomes Fahren basiert natürlich auf verschiedenen Technologien. Ganz klar ist natürlich 5G Mobilfunknetz, das Echtzeit-Internet, aber auch Sensorik. Und am Ende oder in naher Zukunft werden alle Autos total mit extrem viel Sensoren ausgestattet sein, die alles Mögliche erkennen, komplett drumherum, innen drin, überall. Und das nicht nur an Autos, sondern in vielen weiten Bereichen. Industrie ist ein Riesenthema, wo Sensorik kommt. Also Sensoren ist ein ganz großes Thema und für mich extrem spannend im Automobilbereich. Tesla ist da, glaube ich, extrem weit führend. Es gibt kein Auto, wo so viel Sensoren dran sind und so viel Daten aufgezeichnet werden, wie ein Tesla es macht. Und die haben deswegen, und da sind wir wieder bei Daten, extrem viel Daten aus diesen Sensoren schon gesammelt und haben da auch einen riesen Vorsprung schon. Also Sensorik, ein Riesenthema, das 10. Der Digitalisierung. Und diese 10,
Es ist nicht so wie Internet und Smartphone. Eins kommt so nach dem anderen. Das Internet kommt, oder erstmal der Computer, dann kommt das Internet, dann kommt irgendwann das Smartphone, dann kommt das Tablet, dann kommt die Smartwatch. Das kommt alles so langsam nach und nach über mehrere Jahre. Sondern das Lustige jetzt ist und das extrem Spannende daran ist, das kommt alles auf einmal. Du siehst es ja, wir haben die Sprachsteuerung schon, wir haben die künstliche Intelligenz schon, wir haben die Blockchain-Technologie schon, wir haben schon Sensorik. Also die Themen, die ich alle genannt habe, sind schon da auf dem Markt. Und die werden sich jetzt extrem entwickeln. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir uns in allen Bereichen, in allen 10 Bereichen wirklich gut auskennen. Das heißt, in der Arbeitswelt, wenn du Arbeiter bist oder arbeiten gehst oder ein Geschäft hast oder selbstständig bist, musst du dich mit diesen Themen auseinandersetzen. Du musst wissen, was ist eine Blockchain? Wie kann ich vielleicht mein Unternehmen auf Blockchain auswählen? Wie kann ich Verträge abschließen? Muss ich das immer noch irgendwie physisch machen zwischen zwei Parteien oder kann ich das mit Smart Contracts machen? Du musst gucken, okay, wie kann ich meinen Kunden interagieren? Okay, Chatbots, also muss ich Verständnis haben für die künstliche Intelligenz. Ich muss, wenn ich zukunftsfähig bin, Echtzeit-Internet haben. Ja, ich brauche Dateienaustausch in Echtzeit, also muss ich irgendwie mich mit 5G auseinandersetzen oder mit extrem schnellem Internet. Ja, und. Das sind alles Bereiche Sprachsteuerung. Die Leute werden irgendwann mal das Produkt per Sprachsteuerung bestellen. Das heißt, du musst gucken, dass du nicht nur irgendwie wie heute im Internet präsent bist, sondern du musst auch gucken, dass deine Firma, dass dein Produkt per Sprachsteuerung auffindbar ist. Das heißt, wenn jemand reinspricht, ich zum Beispiel, du machst Kugelschreiber stellst du her und jemand sagt, ich brauche 10 Kugelschreiber, ja, von der Marke XY, dann musst du präsent sein. Das heißt, du musst mit dem Google Assistant, mit Alexa und mit so weiter, musst du kompatibel sein. Darüber musst du dir heute schon Gedanken machen und das ist wirklich extrem wichtig und das möchte ich mit auf den Weg gehen. Nicht nur, wenn du selbstständig bist, sondern auch als Angestellter, weil die Betriebe werden in Zukunft brauchen Menschen und Mitarbeiter, die dieses können. Und so eine künstliche Intelligenz, so Big Data und so weiter, die werden so einfache Tätigkeiten wie Buchhaltung, wie Steuerberatung, also Steuern machen, ja, eine einfache Steuererklärung machen, das wird die künstliche Intelligenz, das wird der Computer von alleine machen. Wenn du jetzt Steuerberater bist, wenn du Buchhalter bist, wenn du Verwaltungsfachangestellter bist, dann wird es für dich in 5 oder 10 oder vielleicht 20 Jahren keinen Job mehr geben, weil du wirst nicht mehr gebraucht. Aber in vielen anderen Bereichen, gerade in kreativen Bereichen, in verkäuferischen Bereichen, in handwerklichen Bereichen, da wirst du gebraucht, wenn du diese Technologien, diese 10 Technologien verstehst. Und diese Technologien, das ist kein Witz, das ist keine Zukunftsmusik. Du kannst links und rechts gucken, du kannst jetzt alle 10 mal nehmen und kannst dich umschauen und irgendwo gibt es schon eine Anwendung dafür. Die sind real, die sind schon da, diese Technologien. Und die werden jetzt in den nächsten Jahren, boom, wird es einen Knall geben wie ein Urknall und sie werden alle im Alltag überall zu finden sein. Heute noch klein, Die eine Technologie ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger, aber in naher Zukunft werden sie alle präsent sein. Und deswegen beschäftige ich mich, extrem wichtig. Wie sieht aber die Zukunft aus? Und ich habe jetzt mal so 3 Themen aufgeschrieben. Quantencomputer. Die ersten Quantencomputer sind ja da und in der Praxis, sie sind noch riesengroß, sie werden aber immer kleiner. Auch ein Riesenthema, sollte man sich heute schon beschäftigen. Ab 2030 werden sie da sein. Genveränderungen. Extrem spannendes Thema, der Gesundheitsbereich. Glaubst du nicht, ich habe es auch nicht geglaubt, dass man ein Kind quasi bauen kann, ja, durch Genveränderung, ja, dass du ein Kind, das es blaue Augen hat, das es blonde Haare hat und so weiter, das kannst du dir heutzutage schon bauen, das ist alles schon möglich. Das ist keine Massengeschichte, aber es ist möglich. Du kannst Genveränderung in Menschen vornehmen. Ja, also ein riesenspannendes Thema, womit man sich beschäftigen muss und was vielleicht in 20 Jahren extrem Alltag sein wird. Singularität, auch ein Thema, bin ich auch erst vor wenigen Monaten oder 1-2 Jahre ist jetzt schon her in Verbindung gekommen, auch ein riesen Zukunftsmarkt, nicht in den nächsten 5-10 Jahren, nein, also gar keine Frage, da noch nicht, aber in 10-20 Jahren ein Riesenthema und das Allerwichtigste, vielleicht auch deine Technologie. Vielleicht beschäftigst du dich mit der digitalen Welt und hast irgendwas, was auf diesen 10 oder 12 Technologien basiert und du erfindest das Ganze. Ja? Es gab jemand, der das Internet erfunden. Es gab jemand, der das Smartphone erfunden. Ja? Es gab jemand, der das Tablet erfunden. Es gab jemand, der die Smartwatch erfunden. Es gab jemand, der die Blockchain-Technologie erfunden. Es gab jemand, der Mobilfunk erfunden hat. Warum soll es nicht eine Technologie, Fragezeichen, geben, die du erfindest? Warum nicht? Und das kannst du heute als 15-Jähriger machen, das kannst du sogar als 12-Jähriger machen, das kannst du aber auch noch als 90-Jähriger. Du kannst
die Technologien. Und es ist noch nie so einfach und wir haben noch nie so viele Möglichkeiten gehabt, das zu tun. Deswegen, extrem wichtig, beschäftige ich mit diesen Zukunftstechnologien. Ich habe dir 10 genannt, arbeite dich ein und sonst verfolge diesen Kanal. Ich gehe alle 2-3 Tage gibt es ein neues Video, die genau auf diese digitalen Themen. Denn mein Anliegen ist natürlich, dich digital fit zu machen und mit durch diese digitale Welt zu nehmen. Und deswegen, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere diesen Kanal. Würde ich mich mega drüber freuen. Drück einmal die Glocke, so verpasst du definitiv kein neues Video mehr. So wirst du digital fit. Und wenn dir das Video geholfen hat, wenn du jetzt einen Einblick hast, was für Technologien kommen dann in den nächsten Jahren auf und zu und welche existieren schon und auf welche solltest du ein bisschen achten und dich da einarbeiten. Egal, ob du Arbeitnehmer bist, egal, ob du selbstständig bist, egal, ob du Unternehmer bist, das spielt keine Rolle. Wir werden alle mit diesen Themen konfrontiert werden und wenn wir diesen Vorsprung haben, wenn wir dieses Fachwissen haben, werden wir am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft keine Probleme haben. Haben wir dieses Fachwissen nicht, kennen wir uns da gerade nicht aus, werden wir Probleme haben im Jobleben, im Arbeitsleben, mit unserer Firma, egal was. Wir werden auf jeden Fall in starke Turbulenzen kommen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas.